Mir ist aufgefallen, dass im letzten Part der Sound ein bisschen zu laut war. Ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich, dass ich im Ausrennen war. So, ich dachte mir heute, oder in diesem Part zumindest, ich nehme das ja am gleichen Tag auf wie im letzten Part, spielen wir heute mal wieder eine Runde mit Mario. Aber der nächste Part kommt dann wieder mit Luigi. Warum ich mit Mario spiele, das hat einen gewissen Grund. Ich könnte jetzt auch mit Luigi spielen. Wir machen jetzt erstmal hier dieses Level fertig. Was haben wir denn da? Darf ich bitte raus? Bitte. Go to the right and explore the silver... Nee, sliver of Mountastic Mountainside. Und mit diesem Flirt. Let's go! Das ist so der Hammer. So, sind hier eigentlich schon Red Coins? Ja, leider. Aber ich glaube nicht, dass sie über das gesamte Gebiet verteilt sind. Wie willst du das hinkriegen? Vor allen Dingen, weil, wenn du dich ja mit der Kanone da hochschießt, du kommst ja nicht mehr raus, dann bin ich ja gestorben. Boah, war das ein Scheiß mit den Pilzen. Nein! Mario, mach keine Scheiße, bitte. So, ich glaube, hier sind überall die ganzen Red Coins verteilt. Wenn das so ist, dann ist es ja leichter als gedacht. Da ist die fünfte. Haben wir schon über die Hälfte. Okay, hier ist keine. Ist vielleicht irgendwo eine Karte, die ein bisschen anzeigt, wo zumindest die Kackmünzen sind. Was ist denn da oben? Ich vermute mal, hier geht es zu einem anderen Abschnitt. Tut's auch. Das heißt, da will ich nicht suchen. Die Bombe hat gerade eine Bombe in die Luft gesprengt. Seems legit. Da oben, das hätte ich gerne. Und das hier ist auch ganz schön gut. Die letzte muss irgendwo da oben sein. Und wo ist sie? Da ist sie. Oh! Starcoin! Starcoin! Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen? Ich hätte die gerne. Dankeschön. Ich glaube, wir brauchen nur noch 3 Starcoins, damit wir das nächste extra freischalten können. Das ist so geil, Alter. 64 haben wir noch, Prozent. So, the red coins of the mountain. Es läuft doch. Und wie es läuft, die Nase läuft. Wut, yeah. 75% der ganzen... Schnsprites. Da fehlt ein I, Leute. Also wir haben jetzt 75% der ganzen Schnsprites eingesammelt. Ich hoffe, es ist dasselbe wie mit den Starcoins. Nicht wirklich. Okay, jetzt habe ich auch schon einen Spitznamen für die Dinger. Die nennen wir jetzt einfach sowas Schnsprites. Okay, und die nächste Schnsprites. The secret of the mountainside. The secret to Tata Mountain remains hidden near a waterfall. Searching around there and maybe you find it. Ich glaube, ich erinnere mich noch, wo das Geheimnis ist. Es ist wieder so ein Geheimgang, der so in eine Art Bonus-Level führt. Wie wir es auch schon in Bob Oms Bombenberg hatten. Das heißt wiederum, dass wir jetzt erst mal wieder den Berg hinauf müssen, wo wir unsere erste Schnsprite gefunden haben. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nicht abstürzen, nicht abstürzen! Seht ihr das? Wenn ich einen Dreifachsprung mache, dann reagiert der Flirt nicht. Jetzt reagiert er aber. Whee! Oh, das war epic. So, ich glaube, dass der da unten ist. Du musst es auf jeden Fall in eine Wand rein. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß, dass du von rechts in die Wand rein musstest. Was ist denn da? Als ob nicht nur die Zeichnung hässlich ist, ist sie auch extrem unhilfreich. Und ich glaube, dass unhilfreich nicht mal ein Wort ist. Wir haben 88% flott, wir sind wieder 100%. Lass mich da hoch, Mann! So, hier aber, nee, hier war es noch nicht. Wir können einfach ja durch diese Goombas durch Rainbow Dashen. So, hier war das aber. Da unten. Da! Da ist das Secret.
Unsere Flüts sind weg. Okay, wir müssen aufpassen. Ja. Was, wir verkacken? Okay, wir könnten aber wieder nach draußen. Will ich aber nicht. Nein! Mario, was machst du für eine Scheiße? Zwei Leben nur noch. Ich will nicht noch ein Game Over haben. Meinen ersten offiziellen. Den ich nicht absichtlich heraufbeschwört habe. Wo, jetzt zerstören sich die Blöcke. Kann ich jetzt damit etwa durch die Lava? Kann ich. Wie, ich muss hier Silver Stars sammeln. Was, cool, you got one? Achso, good, you got one. Das Spiel steckt voller Details. Vielleicht schaffe ich ja das ja doch ohne Game Over. Game Over. Aber ich habe keinen Flirt. Ich bin runtergefallen. Oh, nö. So, zweiter Silberstern. Und der dritte Silberstern. Lass mich auf die Plattform. Dankeschön. Ach du Scheiße, da ist der dritte. Du Scheiße. Oh, nee, Paracooper. Verpiss dich, Viech. Oh, nee, da ist der vierte, den wir hier haben. Nein, Mario. Mach keine Kacke. Nein, Mario, hab ich dir nicht gerade gesagt, du sollst keine Kacke bauen? Na, wenigstens wird es jetzt ein leichtes sein, hier rüber zu kommen. Es ist noch nicht verloren, Leute. Aber das war's beinahe. Nein, Mario, der ist nicht gesprungen, habt ihr das gesehen? Wow, ich bin super Sangoku Mario mit meinem... Nein, ein Leben nur noch. Aber wisst ihr, Leute, ich glaube, die Null zählt auch noch. Ich glaube, das war hier in diesem Spiel so, dass die Null auch noch zählt. Wie, die Goombas bringen keine Münzen. Gib mir das. Habt ihr Mario gesehen? Der stand schon ganz schief. Alter, ich hasse das. Ich hasse das, wenn da Jumping Parts drin vorkommt. Nein, ich krieg gar keine Münzen mehr. Lass mich da. Ach, der Fortschritt wird gespeichert. Ich habe die vier Silbersterne immer noch. Nein, nein. Ey, du bist so ein Trottel. Ich habe doch auf oben gedrückt. Du Idiot. Nein. Nein. Ey, du bist so ein Versager einfach nur, Mario. Ich hab vergessen, dass ich da nicht stehen kann. Oh nein, ihr dummen Pädophiler, ey. Das darf nicht angehen. Ihr verdammten Saftsäcke. So, jetzt ist Mobbing. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Oh Mann, ist das schwer. Heilige Scheiße. Oder ich bin einfach nur strohdoof und hässlich. Ich glaube, ich bin eher strohdoof. Fuck! Oh, aber das ist Spaß. Yay, so alles auffüllen. Oh, meine Fresse, meine Güte, ey. Da ist dieser kleine Hobo tatsächlich da abgerutscht. Und ich hab auf oben gedrückt. Ich schwöre auf meine Alte da unten in der Küche, dass ich auf Scheiß oben gedrückt habe. Da schwöre ich auf meinen Arsch drauf. Ja, wenigstens komme ich hier ganz chillig durch, wenn ich den Anfang nicht so übelst verkackt hätte. Das hätte ich gerne, dankeschön. Leggy leg leg. Seht ihr, wie skillig ich da jetzt durchkomme? Och, du Kack-Gumba. Warum machst du überhaupt Schaden?
So, nochmal. Wenigstens kommt man hier relativ schnell hin. Okay, bau keine Scheiße. Ein Leben nur noch. Also eigentlich sind es ja zwei, aber trotzdem ist das viel. Nein, ist es nicht. Nein, wenn ich. Nein, wenn ich. Ne. Shy Guy. Warte mal, wenn ich doch jetzt hier einfach bloß warte, dann müsste sich der Effekt doch auflösen und ich könnte dann doch einfach ohne Probleme durch. Geht das? Oh oh, Leute, ich glaube, der Effekt hält für die Ewigkeit, oder? Das haben die extra so gemacht. Mario! Drück doch um! Nein! Das ist, oh Gott, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe null Leben. Also eins. Und bin... Okay, das wäre jetzt aber meine Schuld. Ich glaube, ich habe nämlich nicht oben gedrückt. Okay, ich glaube, Mario ist ein bisschen eingerostet. Diese Mission probiert mal Luigi aus. So, den hole ich jetzt mal schnell. Der ist gerade Kaffee trinken. Der macht das schon. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir mit ihm ein bisschen mehr Erfolg haben. Allgemein lässt sich Luigi ein bisschen anders steuern als... Alter. Fängt ja geil an. Nein. Nein. Ach. Komm schon, das ist doch alles nicht. Ey, sag mal. Nein. Das ist doch alles nicht wahr. Ist das geil, Alter. Wo sind die Münzen denn? Hier waren doch früher viel mehr. Fuck. Wie gesagt, das sind dieser Kackgumba jedes Mal. Ey, dieser kleine. Hallo. Na, okay. Leben machen da unten ja nicht wirklich was aus. Geh da rein, Luigi. Okay, mal schauen, ob Luigi ein bisschen mehr Erfahrung in Springen hat als Mario. Hat er theoretisch ja, weil er kann ja höher springen als. Oh wow, ich bin unverwundbar. Habe ich den jetzt nicht, wirklich nicht eingesammelt? Aber ich habe noch 3 Leben. Also ich habe noch 4 Leben. Wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann... werde ich... bei meinem angekündigten Metal Slug Let's Play... werde ich statt 20 nur 10 Continues benutzen dürfen. Jetzt muss ich umdenken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, was zum Teufel redet der da denn gerade eben? Metal Slug, was ist denn das? Und nur 10 Continues und Leben? Was hat denn der jetzt wieder für Drogen genommen? Und warum bin ich hier worden da rein und dann fall? Er weiß das. Erklärt sich alles später irgendwann. Jetzt, ach, du Iggy! Luigi, jetzt bist du schon hier oben und wehe, du fällst runter. Dann gibt's keine Spaghetti für dich heute Abend. Dann kriegst du grünen Blattsalat. Ich kann da stehen, Bitches. Ich kann da stehen. Da ist die Shine Sprite. Okay, dann weiß ich ja, wo ich schon mal hin muss. Nein, 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 nein. Oh, nein, Luigi, spring doch, du Volltrottel. Ich hab Angst. Mama! Ja, ja, was? Ich hab schon alle 5. Okay, jetzt muss ich nur noch da oben hin. Luigi, bist du wahnsinnig? Schlaf doch nicht ein.
Sowas kann nur ein Luigi. Sowas kann nur unser Luigi machen. Oh, das hat mir jetzt 30 Jahre meines Lebens gekostet. Also, jetzt switche ich nochmal schnell zu Mario zurück, weil wir jetzt nämlich dieses Level hier machen werden und da würde ich gerne mit Mario spielen. Also, bis gleich. Und da ist Mario von Kaffee trinken zurück. Jetzt gehen wir in dieses Level hier rein. Das ist nämlich ein bisschen anders als die anderen. Ich liebe einfach dieses große panoramische Fenster. Einfach nur hier dazustehen fühlt sich an, als ob mein Leben komplett wäre. Wenn es überhaupt das Level ist, was ich denke, aber ich denke, das wird es sein. Ja. Da unterhält sich jetzt Kamek mit so einem Koopa. Ich kann Meister Bowser einfach nicht glauben! Ich habe Bowser geholfen, dass sein Meisterplan Erfolg hat. Oder technisch gesehen, meinen Meisterplan. Ich habe ihm dabei geholfen, als er meine Magie gebraucht hatte, um das Luftschiff zu konstruieren und alle Mächte für ihn zu kontrollieren. Und ich habe ihm praktisch erzählt, wo der Orb der Kraft ist. Und das ist der Dank dafür. Er hat mich einfach rausgekickt. Er hat mich einfach rausgeschmissen. Seinen höchstrangigen Offizier. In anderen Worten, er hat seinen Lehrer gefeuert. So eine verfickte Hinterscheiße. Ich sollte Bowser lieber zeigen. I should know Bowser couldn't handle that much. Ich hätte wissen müssen, dass Bowser nicht so mit so viel Macht nicht umgehen kann. Der Orb der Kraft muss ihn übernommen haben. Er versucht, den ganzen Planeten zu zerstören. Nicht einfach nur übernehmen, aber eigentlich in die Luft jagen mit dem Meteoriten, den er plant zu beschwören. Ich habe ihn als Baby aufgezogen. Das war's, Bowser. Ich werde dich besiegen. Du hast mich immer wie ein Stück Scheiße behandelt. Und jetzt kriegst du es zurück. Du bist hier nicht willkommen. Yoshi, gib mir einfach das Kackbaby. Schöne Anspielung, by the way. Oh Mann, was sollen wir tun? Der junge Meister Bowser ist aufgewacht. Kamek, es ist so laut hier. Und ich will noch immer weiter schlafen. Das war das, wo er ihm die riesen Kopfschelle gegeben hat. Diesen Abschnitt kennt jeder. Kameks Schloss. Oh cool, er hat eine eigene Festung. Nun, wir werden sehen, wie das abläuft. Wer ist das da drüben? Ja! Mario, was machst du denn? Ich meine, Mario, was machst du denn hier? Du magst vielleicht Bowsers Gegner sein. Und Bowser mag jetzt vielleicht mein Gegner sein. Aber das heißt nicht, dass du einer von meinen Verbündeten wirst. Du wirst immer noch wegen meiner Magie sterben. So, das hier ist jetzt ein Scrolling-Level. Ist es das? Ein ziemlich langsames Scrolling-Level. Jedenfalls, wir müssen jetzt hier halt eben bis ganz zum Ende durchhalten, soviel ich weiß. Und einfach wegen der Story und wegen Kamek wollte ich, dass sie mit Mario angehen. Ach du Scheiße. Der bombardiert mich hier mit allem, was er hat. Wir haben ja schon mal im gewissen Sinne gegen Kamek gekämpft, damals in Peachs Schlossgarten. Aber jetzt wissen wir, dass auch Kamek kein großer Fan mehr von Bowser... Was zum Teufel ist das passiert? Dass Bowser kein großer Fan mehr von Bowser ist, müssen wir uns die Cutscene nochmal antun. Ja, nur so ein bisschen.
Wenn ihr da halt eben einfach nur Z spammt, dann wird das Ganze ein bisschen schneller verstanden gehen. Habt ihr gerade gesehen, wie weit er geflogen ist? Ich muss auch auf ein bisschen so auf Kamek achten, was er eigentlich gerade macht. Die schwarzen, die etwas dunkleren magischen Angriffe, die explodieren hier. Der Rest spawnt Gegner. Mario. Du Scheiße, das ist... Das ist so... Das sind so typische Xenor-Hardcore-Geräusche. Das sind alles einmalige Momente, diese Geräusche. Die müsst ihr euch golden einrahmen. Oh, das ist ein Bluecoin. Ja, ab und zu fällt... Was ist hier so hinten gemacht? Ab und zu fällt eine Bluecoin runter, mit der man sich halt eben so heilen kann. Nein, nein. Boah! Eigentlich bei der ganzen Hitze, die ist, müsste mir eigentlich hier der ganze Arsch abbrennen, aber... Es ist Mario. Alter, da war schon die ganze fucking Bluecoin. Alter, die Bombe, die Bombe. Oh, wir sind gleich da. Bluecoin. Oh, wir sind full life. Okay, ich glaube, wir haben es. Wir sind durch, oder? Es bewegt sich halt eben nur alles arschlangsam hier. Ach ja, genau. Was machst du da, Mario? Ich glaube, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter überleben, einfach nur. Also so eine Avoidance. Ja, aber ich verwende das Wort Avoidance in einem Mario-Spiel eher ungerne. Ah, jetzt geht's los. Ich habe genug Zeit an dir verschwendet. Also lasse ich dich einfach hier gefangen mit meinem Big Bully. Ja, jetzt müssen wir gegen den Big Bully kämpfen. Ist auch nicht sehr viel innovativer. Er ist halt eben jetzt einfach bloß ein bisschen roter. Wir fallen halt den Gumbas runter. Und er wird halt eben mit jedem Treffer ein bisschen größer, was mir die Sache ehrlich gesagt sogar ein bisschen erleichtert. Aber ich sollte ein bisschen von dem Leben aufpassen, weil ich glaube, wenn ich hier sterbe, dann muss ich alles nochmal von vorne machen. Ah. Muss ich... Okay, der Bully vergewaltigt mich. Nein, ich darf von hier wieder anfangen. Wieder beim Boss oder... Ja, ich darf wieder beim Boss anfangen. Ich habe genug Zeit mir hier verschwendet. Hier! Und... Untypischerweise für dich lasse ich den Bulli genau in dir spawnen, sodass du gleich eine aufs Maul kriegst. So, eins. Zwei. Boah, ist der fett. Alter, die haben es mich jetzt aber eingekesselt, ohne Witz. Was zum Teufel? Was ist hier gerade passiert? Warum konnte ich so... Alter, der kickt mich aber weg, du. Was, ich hab nur noch ein Leben? Alter, ist der schwer. WTF, der zerreißt mich. Vielleicht mal eine Stampfattacke. Ja, das hat dir sehr viel gebracht. Ach du Scheiße. Und da kommt so viel Zeugs. Habe jetzt wirklich jetzt schon Schaden genommen. Und ich habe jetzt eine Blue Coin verschwendet, die ich für den Kampf hätte gebrauchen können. Der, by the way, aus irgendeinem Grund kacke schwer ist. Ich muss halt eben Spin for the Win machen, aber... Oh ja. Ja, das kommt zu meinen Gunsten, dass er... Ja, lol! Er hat gleich zwei Leben verloren. Jawohl! Jawohl! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Und Mario ist geil. Eine rote Scheinspalte. Gib mir. Dankeschön. Leck mich am Arsch. Haben wir jetzt eine rote Scheinspalte bekommen? Jetzt können wir. Passt auf. Jetzt können wir nämlich mit der roten Scheinspalte hier rein. So, hier haben wir... Ja, hier noch so ein Level. Dann haben wir hier die legendäre Uhr. Und... Was ist das hier? Okay, machen wir halt eben noch so ein kleines Bonuslevel. Hier ist die Gravitation übelst
Also das ist so ein Gravity-Level, wo wir halt eben den Moonjump können. Nein. 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 Ach, Mario. Werd jetzt bitte nicht zu Luigi und... Ich hab doch oben gedrückt, Junge. Kriege ich Aggression bei dem Spiel. Meine Güte, das darf nicht... Ja, 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 genau. Genau, Leute. Macht, was ihr wollt. Scheiße. Ich glaube, jetzt haben sie gelitten. Jetzt haben sie gelitten. Ne, da gehe ich auf gar keinen Fall unten runter. Ist mir scheißegal, was da ist. Und warum machst du einen Spin for the Win, ohne dass ich irgendwas drücke? Seriously. Geh in den Springstern und geh da rein. Exzellent. Mario. Erde an Mario. Bitte verkacken Sie diesen Scheißrick nicht. Die Sterne haben viele verschiedene Farben. Das sieht schön aus. Und was ist das? Eine Nova da hinten im Hintergrund? Warum ist die Nova aber nicht gelb und hat einen Katzenmund? Da unten ist ein Silberstern. Gibt es hier vielleicht irgendwo bitte einen Flirt? Nein. Und noch ein Silberstern. Und interessanterweise, wenn ich den eingesammelt habe, regeneriert sich meine Luft auch wieder. So, wie mache ich das? Das sieht ganz gut aus. LOL! Okay, jetzt kann ich ja runterfallen, solange ich nicht in meinen Untergang fall. Habt ihr das gesehen? Da wäre es fast passiert. Alter, hab ich Glück heute. Nein, Mario. Sogar, verstehst du überhaupt den Sinn dahinter? Wenn ich nach oben drücke, dann solltest du eigentlich in die Sprunganimation gehen und auch genau dasselbe tun. So, da ist der dritte. Da ist die Shines. Die Shin-Sprite? Wo ist der vierte? Nein, 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 nein. Hä, wo ist der nächste? Was ist da unter mir? Nein, 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 nein. Hä, da unter mir ist gar nichts. So. Hilfe! Gibt es hier oben etwa nur einen Silberstern oder was? Two more Silver Stars. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wo einer von denen ist. Die sind nicht auf diesem, auf dieser Insel da oben verteilt. Ich glaube, da unten ist noch einer. Da ist nicht irgend so ein Extra-Leben oder sowas. Oh nein. Nein, 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 nein. Shy Guy. Da ist ein Shy Guy. Seht ihr ihn? Hau ab. Hau ab. Ja, zu springen. Nein, nein, nein. Tatsächlich. Ihr Arschfresser. Nein. Was? Ich habe null Leben. Was soll das denn? Nein, ihr Arschkriecher! Das darf nicht angehen. Oh, aber das Level will ich jetzt noch schaffen. Komm her, Luigi, wir brauchen dich. Oder will ich das Level wirklich machen? Ja, komm, jetzt habe ich schon gefunden. Jetzt tue ich mir den Wahnsinn auch an. Soll niemand sagen, dass ich aufgebe. Außerdem haben wir jetzt 4 Leben. Was war das denn jetzt, Luigi? Geht da rein! Luigi! Okay, wenn da unten der vierte ist, dann ist aber irgendwo hier, muss irgendwo noch einer versteckt sein. Das heißt, ich muss diesen Silberstern hier eigentlich zuerst machen. Och, nein. Oh, meine Fresse. Wie soll ich das denn am besten machen? Verpiss dich! Mama! 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 Nein! Bleibt der Silberstern gespeichert? Bitte sag ja.
Ja, er bleibt gespeichert. Okay, dann habe ich halt eben ein Leben dafür geopfert, aber... Alter, er ist nicht gesprungen. Warum bist du nicht gesprungen? Ist hier irgendwo noch einer? Nee, hier ist garantiert keiner. So, da unten ist noch einer. Da oben ist auch einer. Aber wo zum Henker könnte denn noch einer sein? Luigi! 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 Alter! Luigi! Nein, du Vollidiot, ey! Du Nichtskönner, du elendiger Bündnis 90-Anhänger! Weil du grün bist. Oh! Oh, dieser Shy Guy. Ich komme einfach auf den Shy Guy nicht klar da, ey. So, jetzt gib mir die einen Silverstern. Jetzt ist es mir egal, ob du da unten abstürzt oder nicht. Aber ich will skillig sein und... Komme ich da so wieder hoch? Oh, verpiss dich! Ja, komme ich. So, da oben ist ja der vierte, aber wo ist der fünfte? Oh, war er das da unten oder war das eine Möwe? Das ist er. Okay, jetzt nur noch zu Shine Sprite. Luigi, das kriegst du hin. Luigi ist einfach der Boy. Luigi ist einfach nur der Boy. A Galaxy of Stars. Okay, das heißt, im nächsten Part werden wir uns um die Uhr kümmern oder um das Himmelslevel. Und dann geht es zum Finale des Spiels. Seid gespannt, Leute, wie es weitergeht. Bis dahin, ciao, Guys.